Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass viele in der AfD und im bürgerlichen Lager immer noch gefährlich naiv sind. Und ich möchte in diesem Video anhand eines Beispiels darlegen, wie gefährlich in Wahrheit die Situation ist. Vor kurzem ist mir in YouTube folgender Vorschlag über den Weg gelaufen. Grüner bekommt zu hören, was er nicht wahrhaben will. Andreas Keit, AfD. Ich habe mich da wieder an die Anfangszeit von meinem Kanal zurückerinnert. Die Hauptmotivation, diesen Kanal zu gründen, ist, dass ich der Ansicht bin, dass mittelfristig ein Massenmord droht, wenn einer Eskalationsspirale in Deutschland und anderswo in der Welt nicht entgegengewirkt wird. Wo liegt in dieser Beschreibung der Fehler? Es ist die Aussage, dass die Grünen etwas nicht wahrhaben wollen. Das ist grundlegend falsch und naiv. In Wahrheit nehmen es die Grünen wahr. Sie spielen vor, dass sie es nicht wahrhaben wollen oder dass sie doof sind. Das sollen wir AfDler glauben. Und damit sollen wir zufrieden sein. Wir sollen dann glauben, wir sind schlauer und die sind doof und wir sollen aufhören, weiter zu denken. Und damit laufen wir in die Falle. Dass sie etwas nicht wahrhaben wollen, dient zur Rechtfertigung von Hetze. Es ist ein Alibi für Hetze. Sie wollen gleichzeitig diese Gegenreaktion der AfD verhindern, oder der Bürgerlichen, indem diese glauben, diese Leute sind dumm. Dann sollen sie sich für überlegen halten und sollen wie von Drogen beeinflusst aufhören, sich zu wehren. Also wie eine Spinne, die einem Opfer ein Gift spritzt, damit es sich nicht wehrt. So sollen die Leute an die Naivität dieser Leute glauben, sodass die AfDler aufhören, gegen die Hetze vorzugehen und denken, ja, die sind halt doof, wir denken, sie sind die Schlaueren und wir müssen sie überzeugen. Ich habe mich erinnert gefühlt an ein Beispiel mit Michael Stürzenberger aus dem Jahr 2016. Dort ist zu sehen, stellvertretend für die Grünen und für viele andere, dort zeigt sich das wahre Gesicht dieser Linken. Im Folgenden der Ausschnitt. Mag jemand? Haben Sie Interesse, sich kurz zu unterhalten? Nein? Und man könnte sich ja mal austauschen über die verschiedenen Standpunkte. Sie auch nicht? Ich glaube, verschiedene Standpunkte gibt es genug zu sagen. Vielleicht könnte man ja Missverständnisse ausräumen. Bin ich ein Nazi? Ja. Ich habe die Weiße Rose wiedergegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Seltsam für einen Nazi, oder? Oder? Ich glaube, Sie wissen gar nichts von uns. Oder? Sind Sie gegen Faschismus? Wir reden nicht mit Nazis. Hier sind Gegner der Nazis. Ist Ihnen das klar? Ich bin... Wollen Sie nicht mit uns reden? Warum soll ich mich verpissen? Ich soll es mir in den Arsch stecken? Warum? Sind Sie... Ach, ich bin scheiße. Verpiss dich. Verpisst euch aus München. Verpisst euch aus Deutschland. Hast die AfD. Verpisst. Wo sind Sie her? Das geht dich an Scheißdreck an. Ganz München. Hast die AfD. Wir sind München. München ist bunt. München ist bunt. München ist bunt. Wer ist wir? München ist bunt. München ist bunt. München ist bunt. Wer ist wir? München ist bunt. München ist bunt. Wir Rechtsradikale von der AfD. Wir wollen wo sind Sie in der SPD? Genau, ich bin in der Partei, die 33 die Demokratie gegen solche wie ihr verteidigt hat. Wir haben die Weiße Rose wieder gegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Du bist auch nicht offen, wo du dein Geld herbekommst. Das würde mich mal interessieren. Von wem du finanziert wirst. Wer bezahlt euch? Aus Israel, der Mossad. Ich kriege jede Woche einen Sack voll Schäkel. Hältst du in Russland die Hände auf oder sonst irgendwo? Das ist ganz klar. Arbeiten tust du offensichtlich nichts. Ich bin seit 35 Jahren Journalist. Ja, genau. Qualitätsjournalist, oder? Mein Chef ist in Mumbai umgekommen, bei einem Terroranschlag von Moslems. Oh, das ist aber schade. Er war Vizepräsident vom TSV 1860 München. Sagt Ihnen das was? Natürlich sagt mir das was, ja. Ich weiß auch nicht, was der sinnlose Dialog soll. Du bist recht. Der Islamterror tötet. Der Islamterror tötet, ja. Sind Sie Moslem? Das geht dich nichts an. Die sind ausgetauscht, okay? Die Argumente sind ausgetauscht, Zuckerpuppe, und es reicht jetzt und Sie hören jetzt auf, hier zu... Hey, ich versuch mal ein bisschen eure Standpunkte zu hören, außer schreien. Das
Nazis raus! Da sind wir dabei! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Ja! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Schauen wir uns die Geschehnisse im Folgenden noch einmal genauer an. Haben Sie Interesse, sich kurz zu unterhalten? Nein? Und man könnte sich ja mal austauschen über die verschiedenen Standpunkte. Sie auch nicht? Ich glaube, verschiedene Standpunkte gibt es genug zu. Was hier auffällt, dieser eine junge Mann, ja, so einen Umhang, so einen bunten Umhang an. Damit will er suggerieren, er ist gut, er ist für Frieden. Diese ganzen Plakate deuten ja darauf hin, wir sind die Guten, wir sind die Netten. Das ist aber reines Framing, reine Propaganda. Michael Stürzenberger und die AfDler sollen glauben, ja, dass das deren Anliegen ist, dass sie naiv sind. Und jetzt behauptet dieser Mensch einfach, dass Stürzenberger ein Nazi ist. Und tut so, als wäre das seine Überzeugung. Weil vielleicht könnte man ja Missverständnisse ausräumen. Bin ich ein Nazi? Ja. Jetzt wird's interessant. Jetzt probiert Michael Stürzenberger mit diesem Menschen zu reden. Und normalerweise müsste dann ja... Ist ein Mensch, möchte ja dann seine Meinung vielleicht revidieren. Vor allem gerade, wenn man jetzt jemandem was Schlimmes vorwirft, dann möchte man ja denken, ist es denn wirklich so? Ist dieser Mensch wirklich so schlimm? Und jetzt die Reaktion von dem jungen Mann, das ist verräterisch. Ich habe die Weiße Rose wiedergegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Seltsam für einen Nazi, oder? Oder? Und jetzt sieht man, er sagt gar nicht, oh, ihr habt das wiedergegründet, ihr seid vielleicht gar keine Nazis. Dann muss ich das ja überdenken. Sondern er guckt so zur Seite weg und will das gar nicht hören. Das heißt, es wirkt eher so, dass er jetzt überlegt, was sage ich denn jetzt? Besten Freundin von Sophie Scholl. Zu sehen ist, dass der Nebenmann im weißen Hemd unauffällig versucht, ihm ein Zeichen zu geben, die Diskussion abzubrechen. Besten Freundin von Sophie Scholl. Mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Warum möchte der Mann im weißen Hemd das? Warum möchte er sich mit Stürzenberger nicht versöhnen? Wodurch dieser probiert ihnen zu zeigen, dass er kein Nazi ist. Er möchte diesen Dialog unterbinden, um das Alibi aufrechtzuerhalten, um sich nicht zu verraten. Ich glaube, Sie wissen gar nichts von uns, oder? Und jetzt fällt ihm nichts ein, er nickt und guckt irgendwie so in die Runde, das ist ein verräterischer Moment. Und eigentlich jetzt müsste es Michael Stürzenberger klar sein. Aber er glaubt hier, das werden wir jetzt gleich sehen, er glaubt immer noch an die Dummheit sozusagen. Aber hier ist ganz eindeutig, dieser Demonstrant müsste jetzt sagen, was, ihr habt die Weiße Rose wieder gegründet, dann seid ihr ja gar keine Nazis. Okay, das tut uns leid, dass wir euch so einfach so verdächtigt haben, obwohl das ja gar nicht zutreffend ist. Oder es müsste zumindest ein Zweifel da sein. Sie konstruieren sich ein Alibi, um zu hassen, um Michael Stürzenberger und die anderen zu entmenschlichen. Sind Sie gegen Faschismus? Wir reden nicht mit Nazis. Sie sagen, Sie reden nicht mit Nazis. Das wirkt erstmal albern, aber es ist extrem bedrohlich. Nazi ist ja das Schlimmste, was man sein kann. Ein Dämon, wer ein Nazi ist, der ist eigentlich kein Mensch. Man denkt man immer an Auschwitz, wie Leute in die Gaskammern getrieben werden. Das ist ja die Unterstellung, die Michael Stürzenberger hier gemacht wird, einfach so. Und das ist nicht albern, das ist bitterer Ernst. Wenn man jemanden so schlecht darstellt, dann schafft man eine Legitimation für einen Mord oder überhaupt für Plünderung. Hier sind Gegner der Nazis. Ist Ihnen das klar? Jetzt halten Sie diesen Banner hoch, wirkt sehr albern, weil Sie jetzt halt im Moment nichts sagen können gegen Stürzenberger. Und da probieren Sie jetzt diese Unterhaltung abzubrechen, weil sonst würde Ihr Alibi würde bröckeln. Das ist ein ganz wichtiger, verräterischer Moment. Das ist das Bedrückende, dass viele in der AfD und bürgerlichen Lager so selbstverliebt sind und die Gefahr nicht erkennen. Ich bin... Wollen Sie nicht mit uns reden? Warum? Hier sieht man eine aufgeheizte Stimmung. Es wird geschrien, gehetzt, wir AfD-Nazis, wir wollen keine Hetze und so weiter und so fort. Es ist wirklich ein tobender Mob. Also das Gleiche, was Sie der AfD vorwerfen, das Bild, das Sie auf die AfD projizieren wollen, das sind Sie selbst. Sie haben ja diese schönen Schilder mit Bund und so weiter. Aber allein schon dieses Wir sind mehr ist schon ein bisschen bedrohlich an sich. Soll ich mich verpissen? Ich soll's mir in den Arsch stecken? Warum? Sind Sie... Ach, ich bin scheiße. Verpiss dich. Spielen Sie halt so vor, Sie haben hier einen ganz prächtigen Grund,
sich aufzuregen über die AfD, die ja so böse ist. Diese ganzen Gründe, diese ganze Dummheit dient nur dazu, für diese Aggression. Verpisst euch aus München! Verpisst euch aus Deutschland! Hast die AfD! Verpisst. Wo sind Sie her? Das geht dich an Scheißdreck an! München! Hast die AfD! Wir sind Münchner! München ist bunt! München ist bunt! München ist bunt! Im Hintergrund sehen wir noch einen jungen Mann mit Kein Mensch ist illegal, treibt hier positives Selbstframing, um sich selbst als Guter darzustellen und die anderen als Schlechte darstellen zu können. Wo sind Sie in der SPD? Genau, ich bin in der Partei, die schon 33 die Demokratie gegen solche wie ihr verteidigt hat. Wir haben die Weiße Rose wieder gegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Sie drücken hier ganz massiv dieses Framing rein. Ihr seid rechtsradikal, wir kämpfen gegen euch. Ihr seid die Bösen, wir sind die Guten. Sie drücken diesen Frame rein, so stark es nur irgendwie geht. Du lügst auch nicht offen, wo du dein Geld herbekommst. Das würde mich mal interessieren. Von wem du finanziert wirst. Wer bezahlt euch? Aus Israel, der Mossad. Ich kriege jede Woche einen Sack voll Schäkel. Keine Geld in Russland die Hände auf oder sonst irgendwo. Das ist ganz klar. Arbeiten tust du offensichtlich nichts. Hier ist deutlich zu erkennen, dass er Michael Stürzenberger genau kennt. Dass er weiß, dass er viele Veranstaltungen macht und dass er über den Islam aufklärt. Seit 35 Jahren Journalist. Ja, genau. Qualitätsjournalist, oder? Mein Chef ist in Mumbai umgekommen, bei einem Terroranschlag von Moslems. Oh, das ist aber schade. Er war Vizepräsident vom TSV 1860 München. Sagt Ihnen das was? Und es ist natürlich so, dass solche Leute wie diese der AfD und den Bürgerlichen natürlich überall probieren, den Saft abzudrehen. Dass sie eben genau keine Aufklärungsarbeit machen können. Sie zweigen möglichst Geld vom Staat ab. Die Antifa probiert überall, das Geld zu bekommen. In einem Video von einem linken Kreisparteitag wird ja auch ganz offen gesagt, von einem Linksradikalen, schafft das Geld zu der Antifa, die können das gut gebrauchen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen. Und sie wissen natürlich ganz genau, dass Leute wie Stürzenberger auch für ihre Sache auf Geld angewiesen sind und wollen dann natürlich genau da ins Licht rücken, ja, wo kriegt ihr das Geld her? Natürlich sagt mir das was, ja. Ich weiß auch nicht, was der sinnlose Dialog soll. Der Islamterror tötet. Der Islamterror tötet. Ja? Sind Sie Moslem? Das geht dich nichts an. Er will keinen Dialog. Er will Michael Stürzenberger hassen, schlecht framen. Nichts an. Wir sind ausgetauscht, okay? Die Argumente sind ausgetauscht, Zuckerpuppe. Und es reicht jetzt und Sie hören jetzt auf, hier zu... Und hier sieht man auch bei dieser Frau, wie sie unbedingt möchte, dass Stürzenberger diesen Austausch aufhört. Weil er diese Leute entblößt. Genau solche Ausschnitte zeigen das wahre Motiv dieser Leute auf. Und deswegen ist es wichtig, das zu verbreiten. Ich versuche mal ein bisschen eure Standpunkte zu hören, außer schreien. Nazis raus! Da sind wir dabei! Nazis raus! Nazis raus! Jetzt sieht man gerade, wie besonders dieser Blonde mit dieser netten Aufschrift Kein Mensch ist illegal, wie er richtig aus vollem Herzen brüllt gegen die AfD-Leute, gegen Michael Stürzenberger in diesem Fall. Raus! Ja! Nazis raus! Ja. Nazis raus! Ja. Nazis raus! Ja. Nazis raus! Nazis raus! Michael Stürzenberger lacht hier und sieht nicht die Gefahr. Im Folgenden auch noch ein bezeichnender Ausschnitt, wie jemand aus der hinteren Reihe plötzlich einen Regenschirm auf Michael Stürzenberger hält und so tut, als würde er ihn erschießen. Der Untergang! Und in dieser Sequenz, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Als ich das erste Mal diesen Ausschnitt gesehen habe, war ich vollkommen bestürzt. Und ganz viele Menschen in Deutschland wissen nicht über diese Vorkommnisse. Die Medien blenden ja diese Leute und die Wahrheit, wie es auf diesen Demonstrationen von der AfD, wie es da in Wahrheit zugeht, das blenden ja die Medien vollkommen aus. Darüber berichten sie gar nicht. Sie probieren alles Mögliche Schlechte hervorzurücken, was gegen die AfD spricht oder was gegen die Bürgerlichen spricht und probieren das ganz groß zu machen. Und genau solche Ausschnitte sieht man in den Medien nie. Ganz viele Leute in Deutschland wissen über diese Vorkommnisse nicht Bescheid und da liegt ein ganz großes Potenzial darin, dass man diesen Leuten so etwas nahe bringt, dass viele Leute in Deutschland sowas sehen. Wenn wir beharrlich sind und das immer weiter betreiben, dann wird die Luft für die Linken enger. Und man muss das nur betreiben, man muss am Ball bleiben und Aufklärungsarbeit betreiben, Briefkastenflyer. Und wenn es einmal gekippt ist bei jemandem, dann ist es für immer gekippt.
wenn die Leute aufwachen und merken, wie gefährlich die Situation mit den Medien ist und wie täuscherisch sie sind, wenn das einmal bei einer Person gelungen ist, dann ist diese Person aufgewacht und dann ist das nicht mehr umkehrbar. Wahrscheinlich ungefähr so 7% oder 8% der Bevölkerung, vielleicht auch 10%, die wählen ja AfD. Nur das ist zu wenig. Es müssen jetzt 20%, 30%, 40% werden. 10% ist noch zu wenig, die kann man ausgrenzen, ausblenden. Dann wird es für diese 10% ganz bitter. Aber wenn es mal 20%, 30% sind, dann geht es nicht mehr. Kritische Marke ist bei 20%. Wenn es dann 20% sind, dann wird es auch ganz schnell mehr. Aber wenn es nicht mehr als 15% werden, dann bleibt es dabei. Dann wird es auch nicht. Dann kann man die Leute marginalisieren. In dieser Situation befindet sich die AfD gerade. Natürlich kann man sagen, die Umfragen sind gefälscht, aber die AfD ist jetzt bei ungefähr 10% oder darunter und das ist zu wenig. Das ist ganz gefährlich. Da muss bis zur Bundestagswahl ganz viel passieren. Widerstand 2020, ich war ja immer skeptisch und habe mir immer gedacht, man muss mal gucken, was sich daraus entwickelt. Und die Partei, wie es sich jetzt zeigt, wird aber wohl keine Alternative zur AfD werden. Sie ist, ich denke, da wird sehr bald nichts mehr davon übrig bleiben, so wie es aussieht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.